Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir, Burak. Bevor wir das Video starten, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und falls euch das Video gefällt, natürlich auch ein Like. Natürlich dürft ihr auch das Video disliken, wie ihr wollt, also je nachdem, wie euch das Video gefällt. In diesem Vlog soll es darum gehen, über eine bestimmte Sache zu reden, und zwar die Suchtanfälligkeit bei Autisten. Ich habe nämlich von meiner guten Freundin gehört, dass Autisten ja sehr anfällig für Süchte seien. Sie soll eine Studie darüber gelesen haben, allerdings konnte sie mir diese Studie leider nicht zeigen. Aber ich habe dafür ChatGPT gefragt und ja, das scheint was dran zu sein. Und das würde auch erklären, warum ich so krass viele Süchte habe. Also ich zähle mal auf: Kaufsucht. Ich würde es auch sagen Esssucht, also ich bin relativ süchtig, was Essen angeht. Zigarettensucht. Energysucht. Damals Videospielesucht, das habe ich aber dann jetzt erstmal sein gelassen. Was für Süchte gibt es denn noch? Wie dem auch sei, ich würde euch raten, also wenn ihr wissen wollt, ob da was dran ist, fragt doch einfach mal ChatGPT selbst oder googelt es. Wahrscheinlich werdet ihr da auch ein paar Artikel finden. Also ihr müsst einfach nur schreiben, sind Autisten anfällig für Süchte oder süchtig zu werden? Und da kommen dann auch definitiv auch ein paar Artikel bei raus. Ansonsten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ChatGPT Informationen fabriziert. Den muss er ja irgendwoher haben. Und dementsprechend schaut euch das einfach mal an. Oh, und falls ihr euch wundert, wo Ralf gerade ist, den habe ich in Deutschland gelassen. Ist auch ein bisschen ruhiger so und ich finde es auch angenehmer. Also ich muss mir nicht die ganze Zeit den Kopf zerbrechen, wenn er irgendwie so reinruft oder so. Ich meine, ihr wisst schon, ihr habt ja die ganzen Videos gesehen und da war es halt eher kontraproduktiv für mich. Also dieser Vlog soll eigentlich nur ganz kurz erläutern, inwiefern Autismus mit süchtig werden zu tun hat. Also ich erlebe das bei mir selber, obwohl ich noch kein fest diagnostizierter Autist bin. Also ich habe ja nur eine Verdachtsdiagnose. Und also falls das ein weiteres Symptom sein sollte für Autismus, den würde ich dann dementsprechend auch erfüllen. Also, falls das stimmen sollte, dass Autisten generell anfällig für süchtig zu werden sind, würde ich mich brennend interessieren, ob das auch wirklich so bei anderen Autisten vorkommt. Wie seht ihr das? Also ihr Autisten, meine Mitautisten, habt ihr dasselbe Problem wie ich zum Beispiel? Also ich wusste das ja vorher auch erst gar nicht, bis meine autistische Freundin mir darüber halt Dinge erzählt hat und gesagt hat, dass das normal ist bei Autisten, dass viele Autisten anfällig sind, süchtig zu werden und viele Süchte entwickeln. Ja, also das würde mich mal brennend interessieren. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Oh, und übrigens, sobald ich wieder in Deutschland bin, werde ich mir ein Stativ für das Handy kaufen, mit dem ich gerade filme. Und da wird auch die Qualität auch damit ein bisschen steigen, weil ich auch mit der Hinterkamera aufnehmen werde. Und naja, es wird auch nicht so wackeln, wie ihr es hier seht. Und die Position der Kamera wird sich auch nicht verändern. Das soll es erstmal auch gewesen sein für das Video. Sollten Fragen entstanden sein oder Einwände entstehen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben oder es mit einer Bewertung halt bewerten. Ob es jetzt ein Like oder ein Dislike ist, ist euch überlassen. Genau,
Ich verabschiede mich dann hiermit bei euch. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal.